So, willkommen vor den Empfangsgeräten. Wir sind der Infraktor-Orden. Ja, wir spielen Emerald Warfare, und zwar eine PvE-Mission. Das ist also Coop-Mission. Ja, ihr seht's ja. Also der steht jetzt Mod, weil Frakt schon belegt war. Und der Nasbär von unserem Orden, der hier Infraktor gründen sollte, war irgendwie inkompetent. Auf jeden Fall. Er war krabbig. Ja. Auf jeden Fall hat er das halt scheiße gebaut. Ja, er hat scheiße gebaut, so, nennen wir es doch. So, auf jeden Fall haben wir jetzt als kürzlicher Mod, weiß der Geier, ist ja wurscht. So, auf jeden Fall spielen wir jetzt Coop-Mission. Wir haben hier so zwei Nasebäre, Fremde, dazu gematcht bekommen. Ich kenne mir nicht. Ist ja auch egal. Jetzt raus. Ja, die machen wir jetzt platt. Nee, also man spielt eben PvE. Wir fünf sollen halt eine Mission erfüllen. Steht ja Operation Nebelschirm. Das gucken wir uns jetzt mal an. Die PvP habe ich mir jetzt wieder angeguckt. Wir sind mittlerweile bei Emerald Warfare bei 0.12. Mir ist das Spiel immer noch viel zu arkadig, aber das ist ja Geschmackssache. Also im PvP ist das nicht mein Ding, sage ich jetzt einfach mal. PvE bin ich jetzt mal gespannt, ob das Spaß macht. Ja, das kennen wir schon bei Warface, da hat mir der PvP auch keinen Spaß gemacht. Aber die Coop-Kampagne, also diese Coop-Mission fand ich extrem lustig. Vielleicht wird das hier ähnlich. Kritischer Kettenschaden, ja, dann bleib mal stehen hier, fahren wir nicht weiter. Ich bin auch nicht mal im Spiel, ich habe noch einen Ladebildschirm. Ich habe den ersten platt gemacht. Ich bin immer noch im Ladenschirm, das kann doch nicht sein. Ja, wir haben den zweiten schon platt gemacht. Also zu ziemlich gleich. Was, jetzt sie unsere zwei zugematchten Mitspieler? Nö, ne, ich. Nö, ne, ich hab nur nicht einmal gefeuert. Ich hätte vielleicht hätte ich ihn rammen sollen, den kleinen Noob. Ich bin immer noch ein Ladeschirm. Wie geil ist das eigentlich? So, jetzt sehe ich einen Bach vor mir. Das wird schon hervorragend. Das ist kein Bach, das ist eine Straße, die musst du runterfahren. Ah, da steht halt nur Wasser drauf. Ja, es regnet ein bisschen. Boah, schießen wir die zusammen, das ist ja witzig. Ja, gut, wir spielen übrigens alle drei den Typ 59, der wurde nämlich verschenkt jetzt für die Weihnachtstage. Das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum ich das Spiel runtergeladen habe. Ja. Du kriegst was geschenkt, okay. Gut gemacht, schwarze Kompanie. Ey, ich bin die weiße Kompanie, ihr Pisse. Kritischer Kettenschaden, wenn ich noch einmal kritischer Kettenschaden schieße, ne? Aber im Strahl, das sage ich euch. Aha. Wir müssen noch diese LKWs als Zusatzmission zerstören. Ich mach das jetzt mal, ja? Was welche sind das? Diese blauen Vierecke bei D3 und E2. Ja, ich seh's. Ah, der Leopard ist auch auf dem Weg. Das ist ja hervorragend. Hm, schick, Gefechtsfeldbeleuchtung. Oh, ich habe gerade ein Kampfflugzeug kaputt gemacht. Was? Anfällige Abbott. Na toll, voll meinen Schuss verschwendet. Dann ramme ich den LKW halt weg. Probier mal HE aus. Der Leopard holt sich den anderen LKW und damit ist das geklärt. Ja. Vielleicht sollten wir mal eine schwere Mission spielen. Ja, wir cappen ja jetzt noch schnell und dann ist die Mission noch schon rum. Ja. Guck mal, erobere den Flugplatz, zerstöre Versorgungstreib, ist alles gemacht. Zumindest hat mich das jetzt nicht viel Munition gekostet. Schieß ein bisschen auf den Professor. Oh. Nebenmission. Noob! Ich lad mal, schieß mal Haie und baller dich ab. Mal gucken, was es bringt. Ich hab's zumindest fliegen gehört. Ja, dich hat's. Ach, da vorne ist was zu bauen. Oh. Der Sprenggranate 233, 23 Schaden. 47 habe ich gemacht. Du musst über die Seite schießen. Auch guck hinter so. Und hinter uns. Ja. Mit Sprenggranaten jetzt raus. Das ist witzig, Wind. Neben mir. Ach. Ladeschütz. Leopard hat Probleme mit irgendeinem KI-Gegner, das finde ich ja ganz amüsant.
Habt ihr mich beschossen? Nee. Nein. Ich hab nur mal angeschossen. Ich hab mehrmals angeschossen, aber immer noch. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder in etwas anspruchsvollerer Mission.